Oh Gott. Jetzt habe ich auch keine Waffe mehr. Mit dem Bogen rumlaufen. Komm schon, Waffe. Mich. Auch gut. Wenn mir das Fressen Ja. ausgeht, werde ich verhungern, oder? Dann werde ich wahrscheinlich gleich tot sein. Dem schönen Zeug, das ich mir gefunden habe. Alter Angst! So viele Zombies um diese kleine Hütte herum! Nein, ich bin tot. So eine Müllheide. Fuck. Habe ich aber meinen Meine. Zucker gefressen. Alter, Ich bin gleich Zombies, verreckt. verpisst euch! Boah, ich hätte einfach nur weitergehen müssen und ich hätte es geschafft. So eine Trollolololi. Lustzombie, da hinten kloppt sich jemand. Geh zu ihm. Nicht zu mir, du Spastenzombie. Oh, super, ganz toll. Ist jemand bei den Koordinaten in der Nähe von X550 und Z500? Kann grad nicht. Bin grad dabei zu flüchten. In der Nähe, aber gleich eh tot. Warum? Wohl zeig, sag mal. Ja, ich bin halt tot. Ich habe noch ein halbes Herz und keine Fresskeule mehr. Ja, ich habe einen Verband. Ich bin tot. Ich bin entkommen. Alter, waren da viele Zombies. Das war knapp. Entschuldige, dass ich dann ein bisschen ruhig war. Maler 1. Bist du Maler 1 gewesen? Ich war Obi-Wan. Obi-Wan. Und genau zu sein, unterstrich Ah ja, Obi-Wan, nur ich diese hab's kompetenten durch. Tettnamen. So, und ich guck mal, dass ich jetzt irgendwie verschwinde in Richtung Norden. Wo haben wir denn den Norden? Norden, Norden, North. Perfekt. Erstmal muss ich hier gucken, dass ich hier wegkomme. Oh, was zur So, Hölle? viele Zombies. Wieso machen... Jetzt mal ganz im Ernst, warum machen Zombies eigentlich immer gleich 5 Schaden oder Weil so? Zombies sind einfach. Und ich glaube, es tut ziemlich weh, wenn dir irgendjemand in den Arm beißt und da dann ein bisschen Fleisch rausreißt. Jam. Mit dem Schwert in Nein, den in den Arm. Arm beißt, falls du zuhören würdest. Ja, wenn ich den Zombie aber den Kopf abschlage, tut's doch auch irgendwie so. Wir sollten ja alle nach Westen rennen. Bis zu welchen Keine Koordinaten Ahnung, ich bin eigentlich? jetzt dabei, in Richtung Norden zu rennen, weil der Westen mir zu gefährlich ist. Der Genau. wilde Westen. Martin sagte ja Spawn 1. Oh, ich Und weiß, wo er 3. hin will, ich weiß, wo er hin will. Oh, geil. Wir werden da alle so abräumen, Junge. Wir werden da Eisenschwerter bekommen, Ja, wir dann werden sag, da wo er hin Bögen will, dann kann ich dran bekommen. hinrennen. Ah, ich werde es nicht sagen, bis ich selber da bin. Denn ich will das Equip haben. Denn Ich ich werde bin ein eh in der nächsten Geldheim. Stunde noch nicht da sein. Das ist leicht dahin zu gehen. Ich schätze mal, der will zu, wie heißt es jetzt? Also nach Westen immer Stillwater noch Maze weiter, ne? oder so. Ja. Das Zombies. ist vor Askalon Asalabad, oder irgendwie wo ihr so. da wart, davor. Ja, Asalabad. Tut mir den People Login in Red B2C. So. Ich bräuchte jetzt nur ein Schwert. Jetzt bin ich der Typ, der ohne Schwert rumläuft. Ach nee, das ist mir auch schon Ja, passiert. sehr Nicht. lustig. Hätte fast gelacht. Ja, So, ich hab's ein Heiltrank im gemerkt. Inventar. Weiß ja nie, wann man ihn braucht. Hans Grove. Rich Grave. Und dahin geht's Camp Ja, genau, Bell. immer weiter in Richtung Camp Bell. Und Portsmouth. Also, das Camp ist da und Bell ist danach die Stadt. Ich weiß Oh aber nicht, ob ich Gott, noch zum Überland ist das Süden. Grove Rich Vale gehen soll. Das mache ich jetzt Kann mich nochmal. jetzt eigentlich auch umbringen. Immerhin bin ich
total weit. Weiß eigentlich jemand, wann Martin wiederkommen wollte? Der wollte auf Toilette. Hab ich verstanden. Geil, nein, ich glaube, seine Mutter hat ihn gerufen. Also Leute, das Telefon klingelt, ich muss kurz weg, ich pausiere die Aufnahme. Bis gleich. Aber so Leute, da sind wir wieder. Das war kurz wichtig. Und wollen wir gleich weitermachen. Jetzt haben wir aber diesen dummen Verlangsamungsbuff drin. Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt mich nicht verpisse, werde ich wahrscheinlich draufgehen, weil die Zombies kommen gerade alle. Und es regnet und es ist Nacht. Das ist perfekt. Dann ist man fast gar nicht gesehen von Zombies, wenn man dann schleicht. Es regnet bei dir? Ja, bei mir regnet. Bei mir nicht. Okay. Ich glaube, ich bin auf dem falschen Server. German? Ja. Geil, Junge. Wenn da jetzt noch eine Kiste ist, ja? Okay, da hinten sehe ich nichts. Das war ein bisschen laut. Marv. So, Martin, wo genau wolltest du denn hin im Westen? Zuerst nach Stillwater da. Unserer Hexeninsel-Ding mit dem Turm. Und dann nach Aspermon. Ich versuche mal so weit zu kommen. Ich habe eigentlich genug Zombiefleisch, um durchzuhalten. Aber zwischendurch natürlich auch einen Stopp bei A. Breton machen. Da gibt es auch ganz gut Equipment. Ich bin jetzt am Überlegen. Da ist ein Typ mit halber Eisenrüstung. Wag ich? Nee, halbe Eisenrüstung ist zu stark. Und Eisenschwert ist, glaube ich, auch ein bisschen zu stark. Kommt drauf an, was du für eine Rüstung jetzt hast. Ich habe eine komplette Lederrüstung. Nee, das hast du nicht. Aber ich habe den Vorteil eines Bogens und ich bin im Wasser. Oh Gott, jetzt muss ich mich verpissen. So. Muss ich mich verpissen und überleben. Hey, apropos, unnützes Wissen vor so innen, wisst ihr, woher der Ausdruck verpissen kommt? Nein, nicht wirklich. Er kommt aus der Armee und wenn man dann mal im Schützengraben stand und man hatte so allmählich das Gefühl, oh fuck, das überleben wir nicht, dann ist man, hat man zu seinem Gegenüber gesagt, du, ich muss mal schnell pissen gehen. Und der kam nochmal derweil nicht wieder. Weil er sich halt verpisst hat. Ah, was für ein Wortspiel. So, der Zombie ist tot. Noch 6 Pfeile. Damit schaffe ich noch 3 Zombies garantiert nicht. Nur noch 2 Zombies. Nur 2 Zombies. Uff. Jetzt eine sehr gewagte Frage an Philipp. Wo treibst du dich gerade rum? In dieser Stadt Bell sonst was. Also da am Ende der Bellstraße. Nicht Straße, an der Stadt. Jetzt schwimme ich gerade auf so eine, Wüste zu. Hinter der Wüste oder vor der Wüste? Meinst du vielleicht Portsmouth oder? Ja doch, Portsmouth. Wie komme ich denn ja nicht Bell? Das war Camp Bell. Ja. Dachte schon. Verwechslung. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zur Wüste. Ja, ich bin gerade hier, bin gleich an der Wüste drinne. Ich bin hier an der Küste gerade. Kann ich nochmal einen Schluck trinken? Ja, nee, die Schaufel will ich nicht trinken. So, jetzt, aber. Und top, mit dem Bogen bewaffnet, machen wir einen schönen Bogen um alle möglichen Spiele. Bin mit einem weiten Weg zur Karneval und Karnevalstadt. Das ist nördlich der Grimdale Farm. Ja, ich glaube, ich kenne die. Da war ich auch schon mal im Let's Play, soweit ich weiß. Wisst ihr ja da dieses seltsame Gebäude, wo ich mich dann, wo ich dann auch die Kiste neben dem Feuer gefunden habe, wo ich da eben gerade vorbeigeschlichen bin. Ich muss jetzt mal was sagen, bei Stillwater, ja? Ja. Da schafft man es locker, 18 Wochen zu überleben, wenn man keine Scheiße baut. Naja, also... überall 18 Wochen zu überleben. Da war da auf jeden Fall. Da ist überall 95,5%. Okay, hoffen wir mal, dass wir bald da sind. Also, wo genau... wie genau sind die Koordinaten davon denn? Karnevalstadt? Nee, von diesen, warum wir nach Westen laufen, das Ding da. Stillwater, unser Hexenhäuschen, oder was meinst du jetzt? Ja, ich weiß nicht, ich laufe die ganze Zeit nach Westen. Hast du ja gesagt, wir sollten das mal machen. Am besten, wir treffen uns einmal in Stillwater. Fussel, gib mir mal die Koordinaten oder so. Oh, die Koordinaten, das war...
Minus 1400 war Z, glaube ich. Ja, und X war einfach dumm. X war Sumpf und Z war Richtung Norden. Oder? Nee. Z war, Norden, ich glaube, ach, du meinst Norden. Dieses diese kleine Insel? Ja, dort, wo wir uns verschanzt haben. Das mit dem Häusle. Und dem Turm. Genau. Ja, das war, da weiß ich die Koordinaten noch im Kopf. Da habe ich sie noch. Also, so, das Loot Achievement ist uns auch sicher. Mal wieder. Ja, es ist ja easy going. Schauen wir mal. 1500 sagte Fusel, das ist noch ein bisschen hin. Gott, bei mir ist es noch hin. Ich habe aber schön vorgesagt. Über die Z-Koordinate haben wir fast. Das war nämlich, soweit ich weiß, 500 so um den Dreh. Nein, es war minus 1400, glaube ich. Die Z-Koordinate? Ja. Ich meine, das war die X-Koordinate. Ja, werden wir dann sehen, wenn wir an der gegebenen Stelle sind. So, du. Schwimmen wir einfach mal. So, hoppala, meine Schaufel. Hoppala, Lack. Wird natürlich schon wieder gejagt, war immer wieder klar. Wo ist meine Schaufel hin? Da ist er. Puh, da hätte ich beinahe meine Schaufel verloren. So, dann drücken wir einfach mal Alt. Und gucken, wie lange das dauert. Und uns düdelt die schöne Minecraft-Musik ins Ohr. Oh Gott, ist das schon langweilig wahrscheinlich für die Abonnenten. Oder für die Zuschauer. Ach ja. Aber das meiste ist halt... Muss FPV wegen muss fragen. Ja, eventuell werde ich dann was rausschneiden. Wir werden ja sehen. Wenn es jetzt zu lange dauert. Der Meeresboden ist auch ziemlich langweilig gestaltet, oder wie findet ihr das? Oh, Mann! Tot? Gestorben? Natürlich. Was denn sonst? Bei der Reaktion ist echt klar, was... Oh, verdammt! Überlebt! Der Zocker, I am bleeding. Na, jedenfalls ist er Deutscher. Tja, hast du Pech gehabt, Kumpel. Ich habe keinen Bock, dich zu bandagieren. Vor allem weiß ich gerade auch nicht, wo du stehst. Oh, hat einer von euch zwei Scheren? Get away from the spawn area, it's dangerous. Ja, ja, ich bin ja unterwegs. Philipp, hast du noch zwei Scheren? Ja, ich habe tatsächlich zwei Scheren. Oh geil, wenn du jetzt mir entgegenläufst, anstatt irgendwie noch weiter im Westen, dann können wir, dann kann ich dir nämlich Rosenrot geben. Ich hab bereits Rosenrot. Ach scheiße, Mann. Ich hab auch grüne Farbe. Ja und? Grüne Farbe nütze ich nicht. Ist aber nützlich. Ja, wofür denn? Rosenrot heilt mehr. Wenn der andere vom Zombie gebissen wurde. Na und? Dann hat er halt Pech gehabt. Wofür hast du dann rote Farbe? Rote Farbe, die erhöht die... Macht mehr Leben. Ja, hat der andere doch Pech gehabt. Ja, ach Mann, du verstehst ja nicht. Ich meine, ich wurde noch nie vom Zombie gebissen, in dem Sinne. Musst du noch nie Milch trinken oder so? Ja gut, dafür habe ich Milch immer. Dafür brauche ich keine grüne Farbe. Wenn du keine Milch hat, Philipp? Ja, da hat er Pech gehabt. Ja, ich meine, es geht jetzt gar nicht mehr darum. Es geht eigentlich eher darum, dass ich nicht für ihn da hinten hinlatsche, nur um mir grüne Farbe abzuholen. Aber grüne Farbe ist nicht schlecht an sich. Ja, nur ich brauche sie gerade nicht, da ich Milch ja habe. In Ruhe lässt, das ist ja ganz cool. Das ist ja alles in Ordnung. Ne, dafür brauche ich hier nicht extra zu Fusel hinzulatschen. Um etwas zu holen, was ich gerade bereits habe. Also jetzt grüne Farbe oder was? So, bald haben wir es schon. Wir sind schon bei minus 1127, nein, 30, nein, 33, 35, 36, 37... Ja, man merkt, wie verdammt langweilig es ist, so über den Ozean zu schippern. Und what the fuck war das denn, Mann? Das war irgendwie gerade so Grafikfehler-Zeugs. Kommt da irgendwas? Also doch nicht ganz langweilig. Ach. Wow, Grafikfehler. Wie interessant, Grafikfehler. Manche finden sowas total interessant. Ja. Nenn mir zwei Leute, die du... Nenn mir zwei Leute, bitte. Nenn mir zwei Leute, die das interessant finden. Tobi.